ausgebrannt und nicht mehr begehbar. Nur wenige Stunden nach den Löscharbeiten beginnt der Abrissbagger mit seiner Arbeit an diesem Haus in Holzminden, das ein Raub der Flammen geworden war. Wir hatten gestern Morgen in einer ausführlichen Meldung bereits berichtet, der Schaden wird mit einer sechsstelligen Summe beziffert. Eine genaue Zahl konnten wir allerdings noch nicht vernehmen. Unklar ist auch die Ursache des Brandes. Doch eines ist klar, wäre nicht die Feuerwehr zufällig in der Nähe gewesen bei einem Sucheinsatz, hätte es zu einem Schaden mit unvorstellbarem Ausmaß mitten in der Innenstadt kommen können. Noch immer qualmen die Trümmer. Machen wir eine Rückblende zu dem Löscheinsatz am frühen Morgen. Gemeindebrandmeister Nolte schilderte die Situation vor Ort. Wir waren vorher bei einem Einsatz Personen im Wasser an der Weser, ca. 300 Meter unterhalb dieses Brandgebäudes. Wir sind über Funk von der Leitstelle informiert worden, dass hier Brandbruch und Feuerschein sein soll. Kameraden von mir haben die Lage erkundet und sofort Rückmeldung gegeben, dass hier das Gebäude in Vollbrand steht. Bei Eintreffen zwei Minuten nach der Alarmierung hat das Gebäude, wie gesagt, in Vollbrand gestanden. Flammen schlugen aus der Eingangstür, aus Fenster im ersten OG und aus der Dach. Durch das schnelle Eintreffen konnten wir sofort eine Regelstellung zwischen den eng stehenden Gebäuden aufbauen und somit ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern.